Sie waren totgesagt, sie waren in der Versenkung verschwunden. Aber heute, heute sind sie zurück, die leichten Fünf. Ladies and Gentlemen, machen Sie sich gefasst auf das Comeback des Jahres. Ach du Scheiße, boah, ist spannend. Sie haben bereits die größten TV-Stars in die Knie gezwungen. Ja, fuck. Ja. Die fiesesten Fragen, die eine Show je hervorgebracht hat. Nur die Besten der Besten können ihnen standhalten. Du kannst es nicht bringen gerade, das ist mein Herz. Ich hab Pain Daddy. In the heart. Yay. Yay. Echt super, Joko. Cool. Stark. Die leichten Fünf, ich sag mal so, wer das jetzt nicht weiß, ist wahrscheinlich ein Idiot. Und es wäre auch wirklich peinlich, wenn man das nicht weiß. Wir fangen ganz easy an. Ihr seid bereit? Yes, sir. Gut, das ist die erste Frage der leichten Fünf. Nenne eine Stadt im Saarland. Außer Saarbrücken. Oh. Ja. Es gibt tatsächlich Städte im Saarland, die haben mehr als 20.000 Einwohner. Und davon gibt es eine ganze Menge. Marc war sehr schnell. Da kommt dir wahrscheinlich zugute, dass du als alter Pelzer. Ja, da geht man halt nicht ins Saarland eigentlich, ne? Ist das so? Ist das ein... Es gibt da so zwischen dem Saarland, ich will es vorsichtig formulieren, es gibt zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz leichte Ressentiments. Okay, das ist so wie Köln und Düsseldorf? Eventuell sogar schlimmer. Was sagt man denn so über die Saarländer? Ich kenne das ja, also ich kenne Thomas Schmidt, ne? Schmidti. Ist der Saarländer? Der ist Saarländer. Oh. Ja. Pass auf, was du sagst. Also vielleicht winkt ihr noch mal kurz. Da sitzen auch Schmidtis Eltern. Ich würde jetzt wirklich noch mal aufpassen, was du sagst. Wirklich? Ja, wirklich. Woher kommt ihr denn? Nein. Nur so, Frage nur aus Interesse. Gut. Also ich finde, es ist auch an der Zeit, damit mal aufzuhören sozusagen. Ich reiche hier als Pfälzer dem Saarland die Hand. Absolut. Das finde ich gut. Es wird danken vom Publikum angenommen. Ricardo, hast du was? Bist du fertig? Ja? Was ist denn deine Antwort, Ricardo? Meine Antwort ist Saarbrücken. Auch wenn diese Stadt nicht gesucht wird, aber mir ist keine andere eingefallen. Und ich dachte, bevor ich eine falsche Stadt aufschreibe, schreibe ich wenigstens eine, die dabei ist. Oh. Keine andere Stadt im Saarland? Ist mir nicht eingefallen. Fallen dir denn ad hoc drei ein? Eine? Anke, das ist hier nicht die Frage. Was hast du denn? Saarlouis. 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 Erst habe ich gedacht, denke ich mir einfach einen Städte- oder Ortnamen aus, den es in jedem Bundesland gibt. Da habe ich Steinbach mir überlegt. Gibt es bestimmt dort. Aber umso besser, dass du Saarlouis aufgeschrieben hast. Ich sag mal so. Das kam auf den letzten Metern. Das wäre ein Punkt gewesen, das ist leider keiner. Kein Punkt für Ricardo, ein Punkt für Anke. Jetzt komm, du hast Ricardo, fünf leider kein Punkt für dich. Aber ich habe mein Gesicht bewahrt. Ich habe eine richtige Stadt aufgeschrieben. Du hast dein Gesicht auch die ganze Zeit schon bewahrt. Also es wurde mühsam aufgeschminkt. Deswegen hält's. Marc, noch stehen da null Punkte. Kann ich da etwas hinzufügen? Ich hoffe es. Ne? Ich habe Saarlouis, ist mir auch sofort eingefallen. Ich dachte aber, ich schreibe ein anderes Städtchen auf, weil ich aus der Pfalz komme, habe ich St. Wendel aufgeschrieben. St. Wendel. Ich sage jetzt mal, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Kennst du St. Wendel? Warst du schon mal da? Was gibt's da so als... Naja, ich komme ja wirklich sozusagen, ich komme ja quasi von der Grenze zum Saal. Das ist wirklich ein Steinwurf entfernt. Und die machen doch diese tollen Treppen. Wendeltreppen. Stimmt. Sarah? Ich kenne tatsächlich auch nur Saarbrücken und ich hatte so eine ähnliche Strategie, aber ich habe einfach was erfunden. Vielleicht gibt es ja was Saarbretten. Denn? Saarbretten. Ja, vielleicht gibt's auch nichts. Saarbretten. Sollten wir kurz prüfen zur Sicherheit. Wer weiß. Saarbretten. Ich frage in die Redaktion, gibt es Saarbretten? Muss man ja überprüfen. Das ist. Schade. Leider kein Saarbretten. Also,
Eine Stadt außer Saarbrücken haben wir gefunden. Es war sehr, also ihr merkt, es sind wirklich super leichte Fragen. Ja. Wirklich mit jeder Frage wird es eins leichter als vorher. Oh Gott. Und ich frage euch, ein Kubikmeter entspricht wie viel Liter? Wie viel Liter sind ein Kubikmeter? Ich laufe schon mal langsam Richtung Marc. Ihr habt alle den Stift abgestellt, das heißt, ihr seid fertig. Marc, ein Kubikmeter sind wie viel Liter? Das ist wirklich eine leichte Frage. 4 Liter. Marc. Egal, nee, noch nicht mal Applaus bitte dafür. Ich Marc, weiß es nicht, Marc. Also, achso, du hast einfach, hast geraten. Ich habe geraten. Okay. Ja. Nee, das solltest du nicht mehr tun. Leider falsch. Anke? Ich habe 1000 Liter geschrieben. 1000 Liter? Also erst 100, das fand ich so wenig. Mhm. 1000 Liter ist richtig. Ist richtig? Ja. 4 Liter? Ricardo? Dafür Kubik wegen 4. Also. Ricardo sagt gar nichts, zeigt mir noch hin. 1000! Sarah? Das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. 1000, 1000! Yes! Richtig, einen Punkt für alle außer Marc. Jetzt möchte ich mal wissen, was ihr drauf habt in Bezug auf den Straßenverkehr. Ihr kennt alle das Schild absolutes Halteverbot? Ja. Ja. Absolutes Halteverbot inklusive Richtungspfeile. Ja. Welche Farben sind auf diesem Schild zu sehen? Scheiße, Mann. Du guckst das Team an, in der Hoffnung, dass jemand hilft. Also eine weiß ich. Ja. Anke, du hast gerade als erstes die Augen verdreht, als wir gesagt haben, eine Straßenverkehrsfrage. Also ich habe erst einen Roman geschrieben, dann fiel mir ein, da ist er ganz streng und sagt zu viel geschrieben. Wir wollten nur die Farben wissen. Also der Rand ist rot und das Innenleben ist weiß und der schwarze Pfeil ist, der in beide Richtungen zeigt, ist schwarz. Ich habe rot, weiß und schwarz. Das ist falsch. Entschuldigung, dass ich lache. Wirklich, es tut mir wirklich leid. Es wäre so geil, wenn ich es richtig hätte. Sollen wir mal gucken? Tut mir leid, das ist falsch. Absolutes Halteverbot. Wir reden. Ach so, wir reden nicht von diesem. Ah. Was hast denn du? Ich habe. Oh Gott. Bin ich gespannt. Rot, ja. Blau, weiß und schwarz. Schade. Falsch. Aber ganz, ganz knapp falsch. Ricardo? Also am Anfang dachte ich mir, ich wäre mir sicher, aber jetzt bin ich auch verunsichert. Ich habe aufgeschrieben Rot, Blau und Weiß, weil ich parke ja gerne mal an Orten, wo man nicht parken darf. Und dieses Schild sehe ich tatsächlich sehr oft bei meinem Sportstudio um die Ecke. Und deshalb kenne ich es relativ gut. Ist das, für dich so ist das für dich so ein Indikator wie, hier kann ich parken? So ein vertrautes Umfeld. Absolut. Ja. Ist richtig. Blau. Hat sich gelohnt, die ganze Falschparkerei. Ja. Sarah? Eine Farbe habe ich leider vergessen. Aber okay. Ich habe es einfach jetzt mal so aufgeschrieben, rot-weiß. Rot-weiß. In dem Fall falsch. Da fehlt leider das Blau. Keine Punkt für dich. Ricardo, guck mal. Wo ist denn da das Blau? Ich habe keine Ahnung. Das Blau, wir können mal kurz gucken. Schwarz? Schaut mal. Das ist das Halteverbotszeichen. Guck mal da oben. Da um den Pfeil rum. Absolutes Halteverbot. Also nochmal fürs Protokoll. Wenn ihr das seht, solltet ihr mir das nicht nachmachen und dort parken, ne? Das ist sehr vorbildlich von dir, dass du das machst. Ja, auch für Kinder. Das ist mir sehr wichtig. Ich wollte gerade sagen, also, absolut. Liebe Kinder, macht das zu Hause nicht nach. Wenn ihr Papas Auto klaut, bitte immer da parken, wo man ein Ticket ziehen kann. Ja? Gut, jeder kennt die Automarke BMW. Wofür stehen die drei Buchstaben? BMW. Hast du gut gemacht. Läuft doch bei dir. Hat sich gelohnt, das jahrelange falsch parken. Ja. Tatsächlich, aber wenn man jetzt. Ich mal auch das Logo dazu. Das Logo von mir. Anke, wenn du fertig bist, dann bist du. Wollen wir anfangen bei dir, sehr Anke? Sehr gerne. Ja?
BMW. Ich hoffe, du erkennst das Logo. Ich hoffe, du kennst es. Okay, lass mich. Das ist das Logo von BMW. Lass mich löschen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Sowohl das Logo ist richtig, gibt es keinen extra Punkt für, aber auch die Beteiligung Bayerischer Motorenwerke. Ja, danke. Glückwunsch. Bayerische Motorenwerke. Glückwunsch. Ah. Bayerische Motorenwerke. Glückwunsch. Früher haben die ja Maschinen hergestellt, deswegen Bayerisches Maschinenwerk. Also viele Autos von denen sind Maschinen, ja, da gebe ich dir recht, eben. Aber trotzdem sind es leider die Motorenwerke. Mann, schade, Sarah. Hin. Kein Punkt, ärgerlich. Aber Sarah, du bist ja auch eher so ein Outdoor-Typ, ne? Du arbeitest bei einem Outdoor-Hersteller? Ganz genau, deswegen bin ich eigentlich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und deswegen habe ich keine Ahnung. Aber was macht ihr da so für die 60-jährigen Usedom-Urlauber oder für die jungen Wilden, die dann in die Berge gehen? Was ist so die Ausrichtung? Ja, also Outdoor-Sport, wir machen eigentlich alles Mögliche rund um Fahrräder, Bergsport, Wandern, solche Geschichten. Und dafür nehmen wir die Ausrüstung her. Und ich bin da Teamleiterin in der Produktion für die Radtaschen. Deswegen das Geschenk von dir an mich hin. Ja, das musst du nicht sagen jetzt. Du hast ihn bestochen. Nee. Wir kennen uns ja schon länger. Ich hab's auch probiert, es hat 3 Wochen lang nichts gebracht. Ich schenke dir schon lange nichts mehr. Naja, falls Sie mir auch mal was schenken wollen und hier auf der Wildcard-Position sitzen möchten, kein Problem, schicken Sie mir einfach eine Mail, casting@floridatv-entertainment.de. Da gibt es die Möglichkeit, dass Sie ebenfalls hier Kandidatin oder Kandidat werden. Ich würde mich sehr freuen, Sie zu begrüßen und Geschenke so ab der Größe. Ja? Dankeschön. Wir haben noch eine letzte Frage. Der Mann meiner Tante ist mein Onkel, der Sohn meines Onkels ist mein Cousin, die Enkelin meiner Schwester ist meine. Oh! Ich mach's noch mal langsam. Der Mann meiner Tante ist mein Onkel. Der Sohn meines Onkels ist mein Cousin. Und die Enkelin meiner Schwester ist dann meine... Die Enkelin ist dann... Also Marc hat schon was geschrieben, das heißt eigentlich, ihr müsstet auch alle fertig sein. Wenn der Marc was hat, dann... Ich glaube, ich habe Bullshit geschrieben. Okay. Warte mal. Shit. Okay, also. Okay, aber soll ich trotzdem einfach sagen... Ja, log mal ein. Ich log mal ein. Nein. Wieso, was hast du? Was hast du geschrieben, Ricardo? Urnichte. Bitte? Meine Urnichte. Ach, Ur. Ich habe gerade was ganz anderes verstanden. Nein, das nicht. Urnichte. Dachte ich mir. Nee, aber ich glaube, du warst auf dem richtigen Weg. Du hast noch nicht das richtige Wort dafür gefunden. Ja. Das ist deswegen ärgerlich, aber falsch. Urnichte. Bei Anke, glaube ich. Wäre der Präfix groß richtiger als Ur? Großnichte? Großnichte? Mhm. Goldrichtig. Mhm. Goldrichtig, Großnichte. Hast du auch? Aber wir ebenfalls Großnichte. Auf Großnichte? Ja. Glückwunsch. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde Großnichte hört sich genauso falsch an wie Urnichte. Klingt seltsam. Also ich habe, kannst ja schon einloggen, Tochter meiner Nichte. Ich dachte, man sagt einfach auch Nichte. Urnichte hatte ich auch im Kopf, aber es hat sich total falsch angehört. Ja. Und Großnichte, da war ich mir einfach unsicher. Ja. Aber nee. Nichte ist doch, also das ist doch richtig, oder? Nicht. Du, die wissen jetzt, dass du mir was geschenkt hast. Da muss ich jetzt hart durchgreifen. Dann zieh durch. Ja, aber es ist leider falsch. Alles klar. Ich dachte, wenn ich es leise sage, fällt es nicht auf. Ich hätte es dir gegönnt. Ja, ich weiß. Leider falsch, kein Punkt für dich. Aber das ist auch an der Stelle, ich glaube, ich erlöse euch. Das ist nicht eure Kategorie gewesen. Das waren die leichten 5.